Zur Entschärfung der Lamprechtshausener Straße B156 gibt es eine erste Studie bezüglich Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Dazu lud Landesrat Hans Mayer die Bürgermeister und Gemeindevertreter zu einem Lokalaugenschein bei möglichen Stellen entlang der Strecke ein. ...135 Unfälle in den letzten 3 Jahren und einige Tote. Und es war einfach total wichtig, dass wir jetzt einmal alles genau besprochen haben. Und es wird Maßnahmen geben, um diese Strecke sicherer zu machen. Wir werden in Oberndorf Nord einen Kreisverkehr errichten. Wir werden hier in Mundtigl auch die Errichtung eines Kreisverkehrs prüfen. Ich möchte aber auch sehr schnell realisiert haben, weil es sind genügend Unfälle passiert. Wir haben auch darüber gesprochen, über die gesamte Strecke eine Geschwindigkeitsbeschränkung und ein Überholverbot zu verhängen. Da haben aber alle Beteiligten dieselbe Meinung gehabt, das ist nicht nötig, weil die meisten Unfälle im Kreuzungsbereich passiert sind und wir brauchen einfach eine Entschärfung der Kreuzungsbereiche. Entlang der gesamten B156 zwischen Bergheim und Oberndorf gibt es mehrere Unfallhäufungsstellen. Diese sollen jetzt mit verschiedenen Maßnahmen entschärft werden. Am ehesten umzusetzen ist ein Kreisverkehr bei Oberndorf Nord mit Kosten von rund 500.000 Euro bis spätestens Frühjahr 2016.